Assalamu alaikum, meine Lieben. Hier ist wieder die Khadija. Da sind die Küken mit der Heizung. Die habe ich wieder angestellt. Gestern Abend um 20 Uhr ist der Strom wieder gekommen. Alhamdulillah. Ich glaube, der Sturm ist vorbei. Draußen scheint wieder die Sonne. Der Himmel ist blau. Ich war schon draußen. Kleine Sekunde. Schaut euch mal an, wie das aussieht. Subhanallah. Ja, der Himmel ist hier blau. Aber es ist noch frisch und leicht windig. Das sind die Nachwehen, schätze ich mal. Und das war's. Das war der Sandsturm. Also eine Nacht und einen Tag richtig heftig. Und das ganze Dorf hatte Stromausfall von locker 1 Uhr, 2 Uhr nachts, morgens bis am nächsten Abend 20 Uhr. Stellt euch das Ding vor. Riesengroße Bäume sind umgekippt. Und sogar hier das Regal, habt ihr gesehen, ne? Das Regal ist aufs Gesicht gefallen. Und schaut mal hier, das hier sieht alles aus wie Schnee, so hell, ne? Das ist alles vom Sand. Meine Stimme ist auch ganz sandig. Nein, ich bin immer noch. Ich habe wieder die, oder ja, Erkältung. Da hockt ein Spatz. Ja, der Himmel ist blau, also alles gut. Keine 3 Tage, Alhamdulillah. Wie sieht der Garten aus? Der muss heute gegossen werden. Ja, ganz trocken. Uiuiuiui. Und ganz sandig. Alles. Das hier hat der Jonas dann abgerissen, als er gehört hat, das ist eh kaputt. Ja. Aber wir haben es überstanden. Die Palme, die Mango steht noch. Die Palme ist leicht schief. Die Heidi, die ist ja hier im Stall. Und hat das Baby noch nicht bekommen. Ich habe schon geschaut, ne, das Erste, was ich mache, ob die Heidi das Baby gekriegt hat. Alles gut, sie ist hier. Nichts passiert. Die Küken, die Gänse, die sind im Taubenstall, weil es einfach zu kalt ist für die. Ne, die haben ja noch keine richtigen Federn. Boah, jetzt kommt schon wieder Sturm, Wind. Ja, alle schlafen noch. Mahmud hat sich den Wecker auf 7 gestellt. Jetzt ist genau 7. Ich muss ihn nochmal nachwecken. Guck mal, die schiefe Palme, da müsste mal jemand holen. Das Ding steht auch noch. Also, boah, putzen werde ich auf jeden Fall nicht. Man weiß ja nicht, was noch passiert. Kann ja irgendwie noch mal kurz was nachkommen. Das lassen wir, wie es ist. Und dann, wenn es wirklich vorbei ist, wird geputzt. Weil jetzt ist noch windig, da wird noch der Restsand kommen. Ja, Alhamdulillah. So, gehen wir wieder rein, schön warm. Ja, die Küken, die hatten jetzt auch lange einen Inkubator, aber die werden inshallah übermorgen Sonntag und Montag schlüpfen. Und da sind die anderen Küken. Alhamdulillah. Naja, ich habe mich wohl zu früh gefreut. Jetzt kommen hier die dunklen Wolken. Menu. Ja gut, wenigstens haben wir Strom. Das ist das Wichtigste. Ah, aber die Sonne scheint. Ja, die Wolken, die gehen weg, positiv. Alles gut, schaut euch das an. Tschick, 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 tschick. Das ist ein ganz feiner Staub und der kommt auch ins Haus rein, ne? Deswegen haben die Leute auch immer kleinere Fenster und alles dicht wegen dem Staub. Sonst könnte man den ganzen Tag nur Staub wischen. Ist leider nicht so wie in Deutschland, einmal die Woche ein bisschen Staub wischen. Nee, das könntest du hier jeden Tag, wenn du die Fenster offen lässt. Und schaut, hier kommt's raus. Oder rein, besser gesagt, ne? Kommt der ganze Sand hier rein. So ist es. Ja, und jetzt könnt ihr wieder lachen. Ich habe jetzt ein Video angeschaut, extra wegen dieser Palme. Ein Monat zuvor. Und sie war immer schon so krumm. Oh nein, voll die Panikmache. Ja gut. Dann können wir die ganzen Tiere wieder zurück. Ist kein Problem, gell? Ja, da kommt der Rabe, die Krähe. Ja, weiß ich auch nicht, was ich habe die auf einmal so krumm gesehen und immer noch kommt die mir krumm vor. Ich habe die noch nie so krumm gesehen. Ich dachte immer, die sei gerade. Ja, jetzt achtet man halt auf komische Sachen, wenn so ein Sandsturm ist, dass bloß nichts ist. Komm, gucken wir mal, es ist Baby da. Wahrscheinlich ist sie nur fett und wir lachen wieder. Nee, die hat ja Milch. Ja, Heidi. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, heute geht's los, hoffe ich doch, oder? Mach mal was da. Drück das Ding raus.
Also Leute, was sagt ihr, Mädchen oder Junge? Ich will ein Mädchen. Okay, hört ihr den Wind? Also, wir haben noch ein bisschen. Ja, zu früh gefreut. Wir haben immer noch, wir haben wieder Stromausfall. Ah, ich dachte schon, jetzt ist ja alles rum. Jetzt läuft die Maschine. Ach, da hat jemand auch noch Feuer angemacht. Ja, die Broteier. Sonst hätte ich jetzt auch nicht angemacht. Aber die Broteier. Ja, heute Morgen sah es noch so gut aus, gell, Leute? Und jetzt schon wieder so. Naja, ich bin am Abwaschen. Maschine läuft. Müll muss noch raus. Aiwa! Ja, der Baba ist gerade auf dem Feld und holt Persin. Mach ihnen ready. So, Mausi hält die Stellung im Stall. Und der Jonas, der sollte den Müll rausbringen. Ja, typisch. Der ist mit Abudi abgehauen. Ja, da hat er das, da sitzt, lag der Jonas noch heute Morgen. Hier die Maschinen laufen und hochtouren. Es ist zu kalt für die Küken rauszulassen. Die lassen wir jetzt da. Gerade habe ich noch frische Karotten geraspelt in dem Chalat im Mixer für die. Und Alhamdulillah ist dann der Strom weggegangen, weil der Chalat ist schon heftig. Ich habe jetzt nur Licht in der Küche an und die zwei Sachen. Ansonsten muss man hier wirklich sparen mit dem Strom. Weil umso mehr Dinger du anmachst, umso mehr Benzin verschwendest du. Und Mahmoud hat gestern noch gekauft, aber ich glaube, wir haben das eine Stunde laufen gelassen. Es hält jetzt nochmal vor 4 Stunden und dann sollte eigentlich, hoffe ich, auch der Strom wiederkommen. Leute, es ist einfach, wenn du abhängig bist von so Sachen. Wenn ich jetzt den Vibrator nicht hätte, hätten wir gestern auch gesagt, kein Problem, wir brauchen keinen Strom. Aber die Eier, die müssen gerettet werden. Heia, heia, heia. Ja, Leute, kein Wasser, hier Maschine angemacht. Mausi hat einen Schlauch vergessen. Zeig mal kurz den Dings, was du gemacht hast. Ja, mach ich. Da, ich hab's. Heidi, das ist nicht zu fressen. Hier ist alles nass, das gefällten Enden. Ich habe hier das angemacht, das da. Weil ich habe zuerst der Heidi Wasser gegeben, dann habe ich es hier vergessen. Und naja, das ist das Ergebnis. Es ist ein bisschen eingetrocknet, zuerst was viel mehr. Den Enten gefällt's. Na du, meine süße Elsa. Ich muss mich hier durchfallen. Da ist die Heidi. Lass es mal offen, Mausi. Okay. Tu mal das Fahrrad da davor. Gib mir das Telefon. Tu das Fahrrad davor, dass das... Sorry, Leute. Jetzt kommt gleich der Mahmoud. Der hat einen anderen Esel heute. Ich glaube, das war's jetzt mit dem Wasser. Hier. Ah, mach das Wasser aus, Mäuschen. Das bringt nichts. Ja, verlass. Oh, nee. Ich wollte jetzt heute essen. Guck mal, wie das aussieht. Die tun mir so leid. Aha, halas. Ja? Lea. Lea, la. La, mich schüttler. So, Heidi, Beidi. Die wartet schön lieb auf den Mahmoud. Wir auch. Komm, wir setzen uns auf den Dicker jetzt und warten brav ab. Taale, Abudi. Entimisharaf, entamish. Fruchtelhorsch. Der Abudi. Ah! On the point! Cowboy, Mohammed. Maxuf! Ah, ah, ah! Guck mal, der Kaube. Finn Mahmoud! Tag! Hauer Meshi! Die Arabia Tani! Hauer Hanak! Ayoa Dakardi, Oheya Nentaya! Die hat der Eselisch verliebt, die Heidi! Mahmoud Meshi oder Hanak? Mohammed! Es gut, sei ruhig. Ayo Mohammed, regele Kedi. So sind die Männer. Amelia, itfel bab, Ahsan, itfel bab. Wir müssen die Tür zumachen. Heidi, du machst ihm aber auch schöne Augen. Guck nicht so schön. Hey, Hamel, es gut. Edi, come on, die ist schwanger, was willst du noch? Also, nee, ich hab gesagt, Lea, hey, Amel, Ineha, Kwaisa, hallo. Romara. Der liebt sie, der will sie heiraten. Und du machst hier auf, du machst hier auf. Du willst ihn auch heiraten. Hey, Öftal Bab, come on. Homara Romans, Hena. Hauer Otta,
Mohammed, ein Achaif. Schon hohe Eckel, die. Der beißt nämlich und tritt und der ist ein ganz. Vor dem habe ich Schiss. Helle Balek, hohe Otrales. Die bitte hat Abu Dainas, ha? Aywa, hohe die. Mahmoud Emschi, will Riegel oder er? Was sagt er? Der redet so schnell. Wir müssen mal die Ding gucken, genau. Wie geht's der Bounty? Der tut sie jetzt dahin anbinden. Ah, Erkap will dicke Achsen, Hina. Erkap, la Urbut, malisch. Erkap heißt aufreiten. Salam alaikum. Alhamdulillah, Wenki. Alhamdulillah. Was macht er jetzt für einen Trick da? Der tut alle zwei Beine zubinden, damit er nicht laufen kann. Damit kann nur so springen. Wieso denn? Der ist doch nur ein Bein gebunden. Hä? Ach so, guck mal, mit dem Kopf zusammengebunden. Was ist denn das für ein Trick? Ja, die tun aber Boxen, der tut immer seinen Fuß da. Also, Aywa. Wah, wah. I help you, Mohammed, die Giga in Agaya. Ja, meine Lieben, was soll ich sagen? Jetzt hat die Brigitte Bardot ist eine Glucke geworden. Ich finde es so toll. Wir haben jetzt, ja, da guckst du, was ist das? Wir haben jetzt hier unten Stroh gebracht und obendrauf Sägespäne. Wir haben hier 11 Eier. 11 waren es, gell? Und, oder, ich weiß, 11 oder 12? 12, dann hat sie jetzt nur noch 10. Okay, also eins weggenommen, das ist eins, ja, normalerweise darf da kein Blut dran sein. Weiß ich nicht, ob das nicht, das ist immer so ein Zeichen, dass es frisch gelegt wurde, dass der Geburtskanal sich praktisch geöffnet hat. Und das da ist mir runtergeplotzt. Zuerst wollte ich sie drin lassen, habe sie markiert, aber dann dachte ich mir, das wird mir zu stressig, weil jeden Tag legt ja ein neues da ein Ei und immer sie zu stören. Ich tue sie jetzt einfach hier rein, ne? Und gut ist so die Gluckgeräusche immer. Ja, du machst es schon. Komm. Das erste Mal, dass ich eine Glucke habe. Ich habe keine Ahnung. Aber alles gut. Jetzt brauchen wir noch die Maus. Sie macht Futter. Das tun wir weg. Die Eier kriegen die Hühner nachher. Wir haben hier oben zugemacht, wie ihr seht, wegen dem Wind, dass es heute Nacht nicht kalt wird. Dann darf die hier in Ruhe sitzen. Und ja, dann muss ich gucken, wie wir das machen. Seht ihr, deswegen wäre es besser von oben aufmachen. Aber, mein Gott, was willst du sagen? Alhamdulillah, die hören nicht auf mich. Jetzt hätten wir nämlich hier die Küken und hier die Glucke. Das wäre viel cooler gewesen, aber ja. Dann haben wir jetzt halt den Kükenstall so und wir werden sehen, wie sich das alles entwickelt. Ich bin noch gar nicht, habe nichts weiter geplant im Moment. Die Gänse brauchen ja den anderen Käfig auch, sonst hätte ich sie da reingetan. Oh, jetzt regnet es gleich. Ich spüre Tropfen. Okay. Komm, Mäuschen. Okay. Ansonsten, weil wir sehr Fehlalarm, die Palme war schon krumm. Übrigens, die Palme war schon krumm. Ich habe wieder Fehlalarm gemacht. Panikmache ohne Ende. Oh, habe ich dir so viel. Komm, das tun wir dann dahin. Einmal rein. Tschick. Dann darf sie futtern. Guck mal. Willst du essen? Ne? Ja, Mäuschen. Also, ich habe jetzt mich ja natürlich auch informiert über Glucken und Glucken im Internet. Gluck. Und die soll man, also viele heben sie raus vom Nest. Ich mache das nicht. Wenn ich merke, sie wird weiß um den Kamm rum, ne, ein blässeres Gesicht, dann hebe ich sie raus. Aber ansonsten, Futter stelle ich hierher und Wasser auch und gucke jeden Tag, ob was wegkommt. Und dann, die werden ja selber wissen, was. Die müssen sowieso einmal am Tag aufstehen, sich erleichtern, Kacker machen, alles, ne? Die wissen dann Bescheid, hier ist dein Futter. Tagsüber mache ich natürlich hier auf, dass sie Licht hat, ne? Okay, bitteschön, Mäuschen. Und dann, ja, natürlich. So, mal kurz gewaschen, alles gut. Ja, dann ist sie hier auch geschützt vom Fuchs oder whatever, Wiesel, Ratten, whatever, was da kommen kann. Kann nichts passieren. Was ist jetzt los? Die erschreckt sich da. Okay, was sagt da der Onkel? Aywa kulu khalas, Bounty Bass Mohammed. Bakara henak selwa. Aywa. Also die Kuh, aber die Bounty muss noch. Die wollten wir füttern, aber haben wir jetzt kurz Zeit gehabt für lauter. Aber die hat ja Futter. So, jetzt machen wir hier auf, dass sie sieht, hey, wo bin ich?
Genau, da bist du, Habibti. Und wenn es dann Nacht wird, decken wir das zu. Was sagt ihr zu meiner Sache? Ich glaube, das ist perfekt. Für ägyptische Verhältnisse, Bombe. So. Ah, jetzt kann ich das nicht mit der gleichen Hand. Hier, das kannst du den Dingern aufschlagen. Aber guck, dass es, sag's mir, dass sie nicht erkennen, dass es ein Ei ist. Sonst tun sie unsere Eier futtern. So. Ja, Leute, immer was los hier in dem Lade. Und tschick. Ja, wenn hier Stroh weg ist, kommt hier dann ein Hasengehege. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Er, was ist? Bitte? Chalas, du die Eierschalen so ein bisschen zerdrücken und fertig. Ach so, jetzt sind die natürlich... Das hier schmeiße ich weg, das habe ich abgeschnitten. Das ist richtig verschimmelt. Das schmeißen wir ins Feuer. Jetzt haben wir da natürlich nur ein... Chalas, it's okay, Habibi, it's okay. Wow, was ist hier los? Ah, nee. Guck mal, nimm das und schmeiß es bitte ins Feuer. Ich mache jetzt hier das andere Legenest richtig. Guck mal hier. War halt schon lange halt, ne? Guter Dünger für der Garde. Und wer sich ekelt vor so Kacke, hat nichts zu suchen in so einem Bauernhof. Na, jetzt. Da können sie jetzt ihre Eier legen. Mal sehen, ob sie es annehmen. Wahrscheinlich kriege ich jetzt 2 Tage wieder keine Eier, weil die beleidigt sind. Aber hey, was? Mahmoud, don't say I give too much food. They need this. Yeah? Don't say this is too much food. No, I want to bring the help here because he don't take his chance food. He take it there. Falas, bring him. Anyway, the herfin were bara. I bring them back. I put here also for him. For later, maybe you bring him back. Was there. I believe you. Oh, what do you think? I think you go to woman. Habibi, you're full of dust. Malish, but my fish Maya, your daughter throw all the what? I try to give Shwaya our mango. And just home. Get your family has also Maya. You can shower everywhere. The mango cannot drink everywhere. Nah? And who asked me for the shower? Look, they are all outside. Halas, Leute. Ah, the donkey from Abu Rodaina, he loves her. Say, halas, she's already pregnant. Put your eyes away. And she in the door also, she make like, oh. But I think she see the food best, not him. Die hat nur nach dem Essen geklotzt, gell, Heidi? Habibti, pass auf deine schönen Zähne auf, bitte. Das muss doch nicht sein. Ah, Persim für die Wizzy. Komm. Mahmoud, I make nice potatoes in a harda. Long, but not this in the sunaya, in the halabas. But Mahmoud, this is all what you bring Barsim for the wizzy. This is not my fish. Mesh, take this. Ich kann das nicht mit einer Hand. Das fällt jetzt gleich runter. Komm, mach das doch weg, Mäuschen. Du musst, guck mal, das fällt jetzt runter. Ich muss doch filmen. Hier, guck mal, ganz genau von unten. Das ist schon das ist schon zusammengebunden. Chalas. Oh, Bübti, tu das einfach auf den Gaffers legen, drinnen. Dann können wir immer geben. Heidi, die hat sich auch mal ein Masha'Allah, du bist eine Große. Ach so, du wartest, ich dachte. Oh, Dankeschön. Bitteschön. So höflich hier auf dem Bauernhof. Halt, Minhina. Wir gehen hier rein. Hallo. Die Babys. So, jetzt machen wir mal schnell zu. Guck mal nach diesen Babys. Gibst du denen ein bisschen Bersin? Dann gucke ich mal hier nach. Ja, die Wizzy, die stinken hier, das ist klar. Aber morgen kommen sie wieder raus. Ach, ich wollte schon sagen. Alhamdulillah, der wächst so schnell. Oh, guck mal, ihr seid ja schon aus dem Gröbsten raus, die Großen. Ja, fein. Oh, wie schöne Flügel du hast auf dem Rücken. Mausi, guck dir das an. Der hat wunderschöne auf den Flügeln nochmal Flügel. Boah, wie ein der hat einen Schmetterling auf dem Rücken. Den nennen wir Farascha. Der Schmetterling Butterfly. Sa. Ja. Au. Das ist aber einer, du. Aber wunderschöner Schmetterling, gell?
Die sind alle so, weil sie halt nicht zahm sind. Oh, und du bist ein Brauner. Guck mal wieder, Papa. Aber der, die haben keine Socken, schade. Ah doch, der kriegt vielleicht noch. Guck mal, so die halbe Socken. Ein bisschen. Guck mal, und das ist die Mami. Ihr beiden. Ja. Sind so süß. Richtig goldig. Mashallah. Oh. Mimi, Mimi. Lass ihn rum mit deinem Mist. Guck mal hier, der Popo. Die wird hier auch wie die Mama. Ne? So eine schöne Taube. So, jetzt glotzen wir mal. Was machst du hier? Du machst Eier, Eier, Eier und nichts kommt. Ups, wer ist das jetzt? Ach, du bist es. Der König. Der König. Der König. Ja, der, ich glaube, der ist unfruchtbar, der König. Der kriegt. Das ist kaputt, das kannst du nehmen. So, Leute, weiter geht's. Heiser, heiser. Ja, morgen kommt er wieder raus. Wenn der Hamasin vorbei ist, dürft ihr raus. Ich mach's dir gleich so. Ich muss mal kurz gucken. Der, die getrennten Zwillinge. Aua! Ah, guck mal, der ist größer hier, siehst du? Heia, heia, heia. Mäschi. Die, muss es halt mal gucken. Eine Taube ist ja immer kleiner. Guck, das muss ranziehen und dann zumachen. Und hier fliegen nämlich die Möwchen raus. Deswegen haben wir diesen Schrott da und stopfen das zu, das Ding. Man muss sich zu helfen wissen, gell? Guck mal, wie groß das Körperding war. Ja, die Malti, die sind ja groß. Das sind ja Großtauben. Okay, guck mal, die Glucke, alles okay bei denen. Dann können wir nämlich reingehen. Alles okay. Oh, die ist aufgestanden. Ha, du, willst jetzt nicht mehr glucken? Haben wir das jetzt umsonst gemacht? Ja, jetzt hat die sich erschrocken. Wo bin ich? Bin ich im Gefängnis? Habibti, was ist hier los? Willst du raus? Nein, die ist abgehauen. Hast du das gesehen? Und jetzt? Wo gehst denn du noch? Guck mal, wie die sich schüttelt. Nimm sie mal, wir tun sie wieder zurück. Nimm sie schnell, bevor sie springt. Nicht die Schwanzfedern rausreißen, bitte. Guck mal, der beschützt sie. Das ist doch seine Frau. Bring sie doch her. Ja. Fachmännisch. Und jetzt tun wir sie rein. Geh mal von hier, von dieser Seite. Der Eisberg, gell? Seine Frau verteidigt. Schnell zumachen. Geh weg, geh weg, geh weg. Ha, du. Geht sie wieder in die Hypnose? Warte mal. Die geht wieder in die Hypnose. Also, keine Ahnung. Wir gucken später mal. Und wenn nicht, dann haben wir ist das kaputtes Ei? Guck mal, da können wir mal zählen. 2, 4, 6, 8, 10 Eier haben wir. Ja, kommen wir später nochmal und gucken, hat sie sich beruhigt. Ich mach mal zu. Aber nee, dann sieht sie nichts. Warte, oh Leute, ist das ein Stress. So, so ist gut. Ja, ich wollte, I want to help you. Sag, I want it. And what you said, leave it. Leave it. Ja. Mahmoud kriegt es alleine hin. Mäuschen, die die schönen Zähnchen, ich wirklich. Hör auf, das ist noch nicht so richtig reif. Deswegen ist aber es. Es war süß, Mensch, aber wenn es so hart ist, ist es noch zu frisch. Ich kann da gar nicht zugucken, wirklich. Oh, ich habe total die Nadel im Gesicht von diesem Zuckerrohr. Ah. Nee, an den Händen, weil ich habe mir gerade ins Gesicht gefasst. Ich dachte schon. Ja, hier, guck mal, meine Arbeiterhände. Da sind so kleine, feine Stacheln. Und wenn du dann so ans Gesicht fasst, hat es voll gepiekst, weil die in den Händen sind. Naja, Mahmoud spürt es nicht so. Mit seinen Horn auf. Ah, Leute, die Maschine läuft immer noch keinen Strom. Ne? Gucken wir mal hier. Nee. Und es gibt Familien, habe ich das hier eigentlich schon gesagt, die hatten die ganze Zeit keinen Strom. Seit gestern Nacht um 2. Nee, vorgestern Nacht um 2. Ah, da läuft ein Kamel, das sieht man schon am Gang. Guck mal, ding, 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 wie sich das... Gell? Das erkennt man. Und habt ihr die Raupe freigelassen, hoffe ich doch. Ja, wir haben eine Raupe gefunden. Ah, sieht das aus hier. Auch dieser Ding, dieser Baum, den müssen wir auch irgendwie stützen. Das ist nix. Mein Zahn wackelt. Der Zahn wackelt? Der, ist ein guter Zahn oder was? Ist ein alter? Oh.
Okay, Leute, halas, halas. Also, ich glaube, das war's mal. Ach, bei den Schildisken. Oh! Bei den Schildisken habe ich jetzt auch schnell Wasser gegeben. Hier nochmal Wasser gegeben. Was sagt er? What he has? Ferruch? Ah, also der verkauft Honig. Ich höre immer nur Hühner, Hühner. Anyway, we don't need chicken. We have enough. Ali Fikra, you say your mother, your father eat one kilo liver in 4 times, huh? It's finished. He need from our liver. What? He eat all this what you order. Even in the freezer. Fian. In our freezer. She come and ask for the, I say, I don't know. Maybe he asked for his, because here in the freezer, no robotic. I don't know. I give from us, but like 30%. Ist Muschkilla. Guck mal, wie vom was? Sande. Hä? Krass. Spiel nicht immer. Du musst dich waschen, das ist nicht so. So gut. Okay, Leute. Bitte, bitte, wir brauchen hier wieder Strom, Leute. Inshallah. Möge Allah uns Strom wieder geben. Amin. Ach, weil bald haben wir keinen Strom mehr hier und die Brutmaschine. Oh, noch 2 Tage und dann. Eigentlich morgen könnten schon die ersten schlüpfen. Naja, okay. Halas, halas, halas. Ich mag den Wind, da kann man meinen Drachen steigen. Ja. Ja, Habibi, we are the farmer. What with, I say, ich habe gerade gesagt, ich mache jetzt das Abschlussvideo hier in der Küche. With my trap. Ah, you are not black, you are white. Du bist ja gar nicht dunkel. Masha'Allah. Ja, so Leute. What we will do today, we go to the farmer, to the man for the kitchen. Or in Hardanot. He want in the day, in the morning. In the morning. Mm-hmm. To see the color good. Okay, also then tomorrow, inshallah. Morgen gehen wir. Call him where we have to go, in which city, and then we go in the morning. Dann müssen wir morgen wieder zu dem Schreiner gehen, der die Küche, weil ich will den Ton, so grau halt, metallic. Ne? Okay, Leute, das war's im Video. Mahmoud sagt, er ist müde, heute ist Freitag, jetzt geht er duschen und dann zum Gebet. Und wenn er kommt, essen wir und dann we sleep. And you can maybe bring the Benzin? Maybe? Nein. Okay, nach dem Essen. Okay, yalla. Mashilema. Boy, boy.